Ja. Ja. Willkommen zu Dirt Souls. Folge Upsrollen. 2, mal wieder. Ja, mal wieder. Wir sitzen hier gerade neben Solaire. An einem kleinen Ach du. Bonfire. Ich nicht. Nee, du nicht. Ich. Und haben beim letzten Mal Anno Londo ein bisschen. Anno Londo? Londo? Londo. Anno Londo. Haben uns ein bisschen umgeschaut, haben eine Mimik gefunden. Werden hier gerade von einem Silberritter geknechtet. Knechten den Silberritter. Die, wie ich gehört, haben nichts drauf, haben. Nee. Drei Schläge und die sind tot. Das Gefährliche war halt, ich musste, letzte Folge sind wir über eine Zinne gelaufen. Und ich stand unter Beschuss von Zweien. Easy. Wenn der Pfeil das Schild getroffen hat, ist man zurückgerutscht. Und wenn man getroffen wurde, ist man nach vorne geflogen. Oder nach hinten. Wie gesagt, easy. Ja, lief bei denen. Habe ich jetzt mal voll weggeklatscht. So, und wir haben hier diese Nebenräume untersucht. Ich hätte trotzdem noch gerne diese verdammten riesigen Bogen von denen. Diese Schwarzritter-Faker, ey. Ich hab schon. Also wenigstens dieselben Sachen truppen. Nee, die droppen die Silberritter-Sachen. Ich hab schon gesagt. Irgendwann schlage ich einfach aufs Drachentöterpfeil, drei Stück. Ich habe extra noch den Ring angelegt, hier diesen goldenen Schlangenring. Der die Dropchance erhöht. Hallo Avira. Alter, die Pfeile machen 100 Schaden, what the fuck? Ja, sind aber nur drei Stück, ne? Hab extra diesen goldenen Schlangenring angelegt, dass die mir vielleicht so ein, zwei Sachen droppen. So, hier ist gleich wieder dieser an der Ecke sitzende Silberknecht. Oh, lag. Der lag kam gerade ziemlich gut, als ich so mitten zu ihm gelaufen kam. Läuft, ne? Zwei, drei. Ja, ich sehe es doch schon. Ich werde gleich wieder angelabert von einem Knecht hier. Du spielst heute Stalker? Assassin's Creed. Assassin's Creed. Dieser offene Platz gefällt mir nicht. Wow, ich werde nicht angelabert. Okay, wie viele Ritter verstecken sich da? Eins, 10. zwei. Ist der gerade näher gekommen? Nee. Ach, ich muss den Bogen mal wieder einpacken. Kurzbogen. So. Damit mache ich voll die Pull-Arbeiten, ey. Ja, du da, komm mal rüber. Oh. Ich hab neben seine Hüfte geschossen. Boah, diese Abweichung, ne, dass man so stark nach rechts ziehen muss, ist so ätzend. Ja, komm mal her. Komm mal her hier. Ja, wer ist ein feiner Knecht? Du nicht, denn du Danke, ich weiß, es ist ein weiter Wer? Eckertest. Warten wir ab, rein. Ums. Ich will ja nichts verheimlichen. Werden wir schon darüber reden. Wir hatten vorhin zu viert Modern Warfare 3 gespielt, also Ben, Ixi, ich und Repeat. Und da war einfach so ein Knecht, der meinte, unseren Clan-Tag zu klauen, voll rumzuheulen wegen jedem Kill, dass ich ein Schwanzlutscher bin, weil ich ihn einfach so hart geknechtet habe, dass sein Arsch wehgetan hat. Fand ich ziemlich witzig. Dann wollte er uns doch ins Team hinzufügen. Wurde von uns erstmal gemeldet. Ah, Sekunde, sei mal bitte kurz ruhig. This is quite a fix. We'll need another three, no, maybe five bodies. Quite a fix indeed. Sag mal, ist dieser Ritter einfach nur so schlecht oder tut er nur so? Wollt ihr auch von den Silberrittern verjagt? Nein, ich habe die alle umgebracht. Oh So. Gott! Wie war Ich nehme das? alles zurück. Wollte gerade sagen, Ja, du wolltest doch. ich komme in den Raum. Seh da einfach schon drei von den Knechten stehen. Oh, Backstep! Zack! Oh, Alter, sieht der stylisch aus. Ich komme in den Raum, seh da einen. Rechts neben mir, direkt neben der Wand stand sofort einer. So dass ich den nicht überhaupt nicht sehen konnte, als ich reingegangen bin. Komm hier, Bogen. Der Backstep mit zwei Händen sieht immens geil aus. Er ist so ein Schlag in die Seite. Und dann so ein Schlag von schräg unten einfach so gegen die Beine so. Ich möchte diesen Katarina
Sigma von Katarina nicht angreifen. Oh, nochmal, zack! Und zack! Da schlägt er den sogar mit der Klinge direkt gegen den Arsch? Ich glaube, da bleibt dann nichts mehr vom Arsch übrig. Ist hier noch einer? Also, einen sehe ich da noch, ja, aber. Versteckt sich noch irgendwo einer? Ne, ich glaube nicht. Ich bin halt langsam nicht schwer. Und noch ein Backstep. Jetzt läuft's aber. Vor allem die Drehung von dem Charler bei so. So, Mimik? Nee, sehr gut. Dämonen. Ich hasse Templer. Ich auch. Ja, die wollen einen immer sofort töten. Auch wenn man nur ruhig vorbeireitet. Ja, das war ja im ersten Teil immer so. Warum auch immer. Ah, jetzt haben wir hier eine Abkürzung. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Abkürzung. Also, Abkürzung. Und einfach durch die Menge. Abkürzung, Anführungszeichen. Ich meine, man muss sich durch drei Silberritter schlagen. Vier, wenn man den hier oben an der Treppe noch mitberechnet. So, was haben wir denn da hinten? Hauptsache, sind nur so riesige Soldaten, weißt du? Die einfach das niedrigste, die niedrigste Gefahr darstellen. Wenn sie treffen, machen sie gut Schaden, aber... Ja, wenn sie treffen. Wenn das wirklich ein Wendig wäre. Oh, hallo du riesiger Golem. Ohne Gesicht. Gut, dass wir uns auch endlich mal treffen. So, die haben so ein paar Tricks auf Lager. Wie springen. Zuschlagen. Töten. Schaden machen. Töten. Ja. Aber die droppen, glaube ich, immer einen Dämon-Titanit. Titanit? Schreit nach einer Tetanus. Wenn du es gebrauchen kannst. Schreit nach einer Tetanus-Info. Ah. Nee. Im Moment kann ich es eigentlich eher weniger gebrauchen. Vor allem, da war einfach wieder so ein Gargoyle, ne? Weißt du, was der gedroppt hat? Na, sein sein Schwanz? Nee, den Helm. Auf den Schwanz habe ich sogar gar nicht mal geschaut. Hauptsache, der war einfach beim Kampf mit einem Schlag weg. Das fand ich so geil. Aua. Hör mal bitte auf mit deinem Sprungangriff. Danke, Engel. Jetzt. Hör auf mit deinen Kombos. Kombos? Kombi. Tut mir leid. Ich hab halt kein Kombi-Van. Ist er tot? Ist er jetzt tot? Nee. Boah, der hält auch. Au. Okay, das wird's, wenn ich nicht genug Ausdauer habe, um den Sprungangriff zu blocken. Schaden. Zack! So. Erstmal ein Estus. So, was haben wir denn da? Dämonen-Titanit. Zwei Stück sogar. Vor allem waren ja auch so ein Assassin, ne? Hat eigentlich fast jeder zwei Wurfmesser gedroppt. Ich laufe jetzt mit 26 Wurfmessern rum. Mir gefällt dieser Raum voller Drachenköpfe nicht. Da unten steht ein Silberritter. Einer oder fünf? Da 10. Da sind zwei Kisten noch. Aber es sieht nur so aus, als ob nur ein Silber... Ah, habe ich die Akku von dem da unten? Ne, sind tatsächlich zwei. Hat der da gerade seinen Speer geworfen? Oder sieht das nur so aus? Nee. Voll Overkill, er wirft einfach seinen Speer. Ich möchte dich aber gerne auf den größeren... auf den Gang... Hier ist überall kein Platz. Sondern so eine Knechte mit Speere. Läuft. Von denen ich übrigens auch die Waffe habe. Passiert, ne? Ja, ne? Vor allem, erste Begegnung, nix droppt. Ein Bonfire gesetzt und die gleichen, genau die gleichen Gegner wieder gekillt. Sofort die Items gedroppt. GG. Gegebenenfalls. So. Good game. Kann ich dich auch von dem mit dem Bogen hier oben irgendwie hochlocken? Danke, EG. Lieber Five, tot. Knack daneben. Ist mir schon mal passiert. Nee, bei mir ist es passiert, dass er nicht den Lieber Fate gemacht hat. Er ist einfach gesprungen. Ja, hatte ich auch schon mal. Hashtag verbackte Scheiße. Ja, kaum schieße ich nochmal mit dem Bogen, ne? Dann kommt er angesprintet, weißt du? Schock. Notch! Für Notch! Nein, oh, das war mein Gesicht!
jemanden vom Dach stoßen ist also eine unauffällige Art zu töten. Ja, kommt drauf an, wo, ne? Hallo, Soler. Da sind wir wieder. Sie werden beobachtet. Ach, können die nicht einfach irgendwann despawnen wie in Dark Souls 2? Nach zehnmal. Okay, ich bin jetzt auch in Akkon. Nach zehnmaligen Töten von Gegnern in Dark Souls 2 spawnen sie nicht mehr. Akkon war nochmal was für eine Stadt? Das weiß ich doch nicht. Ich glaube, irgendwas für Christenwichtig, oder? Kann das? Spielt das nicht alles allgemein in Israel? Das sowieso, aber. Ja, siehst du, Frage geklärt. Sind da Templer? Keine Ahnung. Ihr kennt's nicht. Ob das Templer sein sollen. Ob das Templer darstellen sollen. Scheiß Knechte. Nee, da will ich nicht rein. Da guckt mich schon so ein Silberritter an. Och Mann, ey. Nur weil ich nicht aufgepasst habe. Weil der seinen Angriff noch ausführen musste, der scheiß Knecht. Moment. Du bleibst mal bitte da stehen. Ich hole mir nochmal eben den Bogenschützen. Der könnte im Kampf vielleicht ziemlich ätzend werden. Nein. Nein, nein. So. Ich sag einfach mal so, die Wachen und so hören sich gerne, wenn sie als Heide bezeichnet werden. Als Heide? Mhm. Ja, sind's Heiden. Oh Gott, dich wollte. Alter. Ja toll, was mach ich denn jetzt? Jetzt habe ich zwei von den Knechten am Arsch. Nein, bitte nicht. Au. Bitte nicht knechten. Bitte nicht! Ich hab noch so viel vor in meinem Leben. Ich hab doch Anno London noch nicht erkundet. Ich hab doch Anno London noch nicht erkundet. Lasst mich bitte in Ruhe. Okay, erstmal was trinken. Komm die Treppe runter. Oh Gott, Soler, hilf mir. Ich lauf mal eben zu Soler, ne? So. Die Contests sind zum Teil OP und einfach manchmal auch recht schön brutal. Oh ja. Oh ja. Zum Beispiel jemanden in die Knie killen mit einem Schwert schneiden und dann aufspießen. Soler, Hilfe? Du Knecht! Praise the Sun am Arsch! Na gut. Ich hab immer nur einen hier runtergepult. Der zweite wartet wahrscheinlich direkt an der Tür auf mich. Ah ne, er ist mir nicht gefolgt. Okay. Gut gepult, auf jeden Fall. Ach. Ich hasse diesen Raum jetzt schon. Abkürzung? Ja. Abkürzung. Hör auf mit deinem scheiß Schild zu schlagen und mir meine gesamte Ausdauer nieder. Oh, Backstep. In den Arsch. Ja, ist ja lustiger, wenn er zustechen würde. Da wird sich schon penetriert. So, hi. Siegmeier, du bist ein Arschloch. Du hilfst mir auch nicht. Ich muss immer voll aufpassen, dass ich die NPCs nicht treffe. Ja, jedenfalls vorteilhaft, ne? Ja, weil man verschafft sich damit eigentlich immer einen Nachteil in Dark Souls. Solltest du dir merken. Außer Lordrek, weil der ein Knecht ist. Den einfach abstechen fertig ist. Nicht abstechen, runterdrehen. Der kommt so oder so frei, also dreht ihn lieber runter und habt davon noch was. Ja, ich meine, da abstechen. Achso. Schön irgendwie versuchen, hinter ihn zu kommen. Und, oder schön die Kehle aufschlitzen. Ja, das Problem ist, der hat halt eine Waffe, da hilft dein Blocken nichts, ne? Weil der Schaden durchgeht. Die Schotel. Hab ich auch schon gefunden. Eine Schotel. Malz, drop doch was, ihr Knechte. Nein. Nein, wir droppen dir nichts, weil du ein Knecht bist. Genau. Hier hat sich nicht irgendwo noch ein Ritter verknechtet, oder? Ja komm, schieß nochmal mit deinem Bogen. Oh, Alter, hier klettert doch mal. Nee, ich kletter nicht. Wäre zu einfach. So, Backstab? Kein Backstab. Dafür einfach mal ein bisschen die Seite penetrieren. Er hat mit seinem Bogen meinen Schlag geblockt. Ernsthaft? Er hat wirklich weniger, genauso viel Schaden, wie wenn er den Bild Schild blocken würde bekommen. Ein Drachentöterpfeil.
Ist gut, oder nicht? Jetzt habe ich 4. Die bringen nicht so viel. Also 100 Schaden, ja, schon, aber... Einer. Oh, schade, der Golem spawnt nicht nochmal. Mein verlorenes Gut. Habe ich den unten schon getriggert? Ach, YOLO. Ey, du da. Schon mal Pfeil im Kopf gehabt? Übelst brutal einfach. Du da, schon mal ein Messer in der Kehle gehabt? Oh ja. Schon mehrmals. So, kommst du wieder angerannt? Jetzt blockt er auch noch meinen Pfeil, ey. Ich glaube, es geht los. Ich hab davon nicht endlos. Hallo. Ich hab kein TGM an. Verstehst du? Endlos Pfeile. TGM. So einen schweren Angriff, um einfach auf den Boden zu schmettern, ey. Scheiß Knecht. Ich kann das wagen, mich eben gekillt zu haben. Ach, und da in der Ecke campt dann noch einer. Okay. Jetzt habe ich fast 30.000 Seelen und kann fast dreimal aufsteigen, ey. Kostet zum Glück nicht 16.000 Seelen oder so. Oder 13.000, 14.000. Ich habe auch schon so ein Seelendings bekommen, Seelenhell, Seele Held. Hat mir einfach mal 10.000 Seelen gegeben. Auch gefangen so 10.000. Ja. Voll heftig einfach. Hauptsache ich noch so, ja, benutzen wir mal, dann können wir höchstwahrscheinlich aufsteigen. 10.000 Seelen. Oh. Hätte ich fast zweimal aufsteigen können. Ich hatte halt nur nicht noch so ein Seelending dabei. Ja, ich ging halt davon aus, dass das Ding gerade so genug gibt. So, erstmal die Tür aufmachen, bevor wir in irgendeine Mimik laufen. Ach, jetzt komm, tauch auf Mimiken auf, oder wie? Ja, ziemlich viel. Also hier stehen gerade zwei Holzkisten nebeneinander, also... Eins davon wird definitiv eine Mimik sein. Kann man das irgendwie rausfinden, ohne sie zu öffnen? Draufschlagen. Was? Ja, Silberritter Helm und Rüstung in einer Kiste und in der anderen dann die Gamaschen und die Stulpen. 4,8 der Helm als Gewicht, die Rüstung. Oh, scheiß Gammeltempel. Das ist alles so schwer, das will ich gar nicht anziehen. Ich bleib lieber bei meinem Schattengewand-Siegler-Mix, ey. Ganz ehrlich. So, jetzt bleibt nur noch dieses große Tor hier. Also diese große Treppe. Da steht ein Wächterkollege von dir. Greift er ein? Nö. Sieht er überhaupt was? Nee. Da steht auf jeden Fall wieder so ein großer Knecht. Und da auch. Oh. Ich würde eigentlich ganz gerne den Raum noch ein bisschen mehr kennen können. Tun? Sag doch mal, was hältst du davon, Döpsel? Kann nicht viel, weil... Nicht viel. Ich kann es nicht spielen, deswegen. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ha, oh, Freude. Friede, Freude, Eierkuchen. Hört sich schön an, ne? Ja, für die Zuschauer. Bin vor dem Boss, vor dem Boss, vor dem, vor dem, vor dem Boss. Die Sache ist, irgendwo gibt es noch eine Abkürzung zu einem Bonfire. Und die hätte ich eigentlich schon ganz gern. Willst du abhauen? Nein, will ich nicht. Nee, ich meinte hier ein Knecht. Was bist du? Großer Oger mit Hammer an einem Amboss. Schmied? Kann ich anvisieren? Ich kann es nicht anvisieren, also nehme ich mal an, das ist ein Schmied, das ja. Es ist ein Schmied. Och. Oh, mit so einem Hammer auf so ein ganz kleines Schwert. Es ist so ein richtiger Riese. Lili, ne? Eure Waffen schmieden? Was verkaufst du denn? Er verkauft Funkeltitanit einfach mal, läuft bei ihm. Vielleicht unbegrenzt? Mondlichtpfeile, 80 Magieschaden. Blitzbolzen, Drachenbilderpfeile. Läuft bei ihm. 500 jeweils. Funkeltitanit oder was? Nee, Funkeltitanit kostet 8000.
Geht, ist doch nix. Riesenhelm, Riesenrüstung, Riesenstulpen, Riesengamaschen. Alles überteuert. Riesenhellebarde, Riesenschild. Funkeltitanit. Ich glaube, ich hole da mal zwei oder so. Du hast ja genug Seelen. Oh, ich kann hier den Blitz Zweihänder machen. Oh, Baby. Ich kann den sogar upgraden. Noch zweimal. Hast du Funkeltitanit oder wie? Nee, raue Brocken. Gegenstand kaufen, große Scherben. Ah, oh, er verkauft leider nicht die Brocken. So, Ausrüstung reparieren. Das ist gerade Drachenschwert, den Bogen, das Schild und meine Rüstung. Rüstung nicht reparieren, verstärken. Machen wir mal. Ja, machen wir die Robe. Zweimal. So. Okay, danke. Komm bald wieder. Oh. Hier sind diese Dämonen. Britzel, Britzel. Jetzt bist du OP. Ja, das ist immer, das ist der Boss-Slayer schlechthin. Nur so oder so wird es mir gegen den Boss nichts bringen. Jetzt hätte ich beinahe schon den Namen verraten. Boah, diese Dämonen, ne? Wie die mir auf den Sack gehen, dass die den Schaden durchs Schild bringen. Verdammte Blitzeigenschaft von denen. Und ich hole mir natürlich den Blitz zwei Hände. Na, möchtest du vielleicht wieder runterfallen wie deine Kollegen? Oh, da ist noch einer. Finde ich so witzig. Die Hälfte von denen hat sich einfach selbst umgebracht. Deiner hat sich rumgebackt und ist dann einfach Dach runtergefallen. Also muss ich vorstellen, ich bin hier gerade in einer riesigen Festung. Festung, ich würde eher Stadt zu sagen. Läuft bei dir. Ja, und der ist einfach. Ich stand an der Zinne, wo sie wirklich nicht durchkam. Und er ist durchgekommen. Nee. Einer ist gegengelaufen und der andere wurde von ihm dadurch geblockt. Läuft. Und der andere ist runtergefallen einfach. Dann habe ich den anderen einmal mit einem Feuerball angeworfen und der ist dann auch runtergefallen. Boah Gott. Ich wünschte, ich hätte das gerade Drachenschwert in der Leiste. Die sind zu schnell für den Zweihänder. Blasphemie. Tschüss. Ich meine, die haben zwar Flügel, aber so schlau sind sie dann auch nicht. Und Alter ist tot. Yay. Game over. Weil er im Wasser gelandet ist. Ja, er kann nicht schwimmen. Ezio kann nicht schwimmen. Drück mich halt mit deinem riesigen Schild weg. Hm, wenn ich das Bonfire da vorne bin. Kannst du mal aufhören, die Tür zu blocken, du fetter Knecht? Der Ogre oder was? Nee, das ist ein anderer. Ist ja dieser andere Gegner. Die voll viel Schaden machen. Aber von meinem Blitzschwert mit einem starken Angriff 327 Schaden nehmen. Aua. 5. Komm, schlag mal bitte mit deinem Schild zu. Danke, AG. Und tot. 1500 Seen. Die geben mir richtig hart Seen, Alter. Sepp. Boah, jetzt ist der ausgewichen. Jetzt ist der ausgewichen. Ach du, deine scheiß helle Bade, ganz ehrlich. Aber wenn sie dir gut zu geben, kannst du ja noch ein bisschen Funkeltitanit farmen. Ja, die geben halt 1500, ne? Und Funkeltitanit kostet 8000. Übrigens kann ich damit eh nur meine Rüstung verbessern. Ich weiß nicht. Das Drachenschwert dich auch? Nee, das brauchte die Drachensteine. Nee, Dings brauchte, ne? Das Thoras Schwert brauchte. Hm. So. So, wo ist denn der nächste Flugpunkt fast? Also der Punkt dahin. Okay. Ach, ich müsste das Ding wieder hochfahren, oder? Oder muss ich runter? Oder vielleicht gar nichts von beiden? Ich glaube sogar gar nichts von beiden. Hm.
Der Weg wird dann ja eine richtige Qual dahin. Wie unrealistisch in Dark Souls. Wege, die eine Qual. Was habe ich da eigentlich gefunden gehabt eben gerade? Keine Seele. Ach, graue Scherbe oder sowas, ne? Ne, Brocken. Grauen Brocken. Ich wollte gerade sagen, ich kann sie nicht. Verstärkt Kristall und Blitzwaffen bis plus 4. Was verstärkt es dann ab plus 5? Nichts. Scheint tatsächlich so zu sein. Ach, Dämonentitanit verstärkt Waffen aus besonderen Seelen. Ja, da habe ich zwei Seelen gefunden, aber noch niemand, der mir daraus eine besondere Waffe macht. Noch nicht. Ja, noch nicht. Aber trotzdem, ich will jetzt. So, da stehen wieder ein paar Knechte rum. Du meidest diese Knechte drum. Hallo, du Feuerhüterin. Vielen Dank für dieses Bonfire. Ich glaube, man kann so lernen, den Kampf rufen, aber ich möchte es nicht. Blasphemie. Du hast es ja auch beim letzten nicht gebraucht. Ja. Wie du sagtest. First try, GG. Ohne so leer. Ich hatte keinen Bock, diesen langen Weg zu laufen. Der zwei Schritte vom Eingang weg war. Nee, der war viel weiter weg. Da hätte ich mich noch durch ein paar Gegner prügeln müssen. Not worth it. Meiner Meinung nach. Ihr könnt mich korrigieren, aber das ist meine Meinung, ne? Ach, wow. Kann ich. Ja, bitte. Diesmal hat. Alter, ihr. Ist rechtlich gesprungen. Nebens Wasser, auf den Stein. Achso, ich habe jetzt auch noch die Gargoyle-helle Bade und das Schild. Ich hasse diese Battle. Bisschen Geld abgestochen. Oh. Bitch, please. Nur einfach auf Sach geklettert. Was passiert, wenn ich jetzt diesen Hebel jetzt hier? Vorrichtung bewegt sich nicht. Vor allem, ich bin so schlau. Ich habe 16.000 Seelen dabei. Und lauf vom Bonfire weg. Erstmal zurück zum Bonfire. Ich wusste, ich habe was vergessen. Aufsteigen. Einmal kann ich aufsteigen. Erstmal in Stärke. So. Jetzt gibt es Tote und so. Auf sie. Knechtet ihre Leichen. Nein, Fahrstuhl. Na, wer will? Wer hat doch nicht. Ach, der Fahrstuhl dauert so lange. Block ich in der Zeit einfach ein bisschen. Oh yeah, oh yeah. Ich bin in diesem Part noch doch einmal gestorben? Einmal? Keinmal? Keinmal, oder? Nee. Keine Ahnung. War ich gestorben? Doch, war ich. Bei diesem Schild, bei diesen Lanzenknechten. Wo ich gesagt habe, nicht mein Gesicht. Ach, hast du's? Ja. Da hört man mal, wie du mir nicht zuhörst. Hä? Perception. Vor allem, ich weiß, ich habe eigentlich keine guten Ringe an sich. Kauf dir welche. Ja. Ich hatte die Chance auf einen Blitz und Magie. Nee, Feuer und Magieabwehr. Für 15.000 Seelen. Klar, sehe ich so aus. Warum ist sie jetzt wirklich raus? Nee. Ich habe nur keine Lust. Also. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie ich erstmal hier von Anolondo wieder wegkommen würde. Also. Zweitens habe ich momentan noch keine 15.000 Seelen. Und würde nicht. Hast du? Und würde dich auch definitiv nicht da rein investieren. Du hattest 15.000 Seelen. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich sogar tatsächlich 15.000 Seelen. Lauf, du Flasche. Ja. Mich denn daran? Oh, komm. Ich war nicht mal in deiner Range, ja? Oh Gott, die Dämonen kommen. Nein. Erstmal abstechen. Erstmal töten. Erstmal knechten.
Ah, oh, schade, ich dachte, der springt jetzt rückwärts. So, schön Abgrund runter. Ja, komm, noch ein Millimeter. Noch ein Millimeter nach hinten. Und tschüss. Lieber Fail. Ja, lieber Fail. Na, du Knecht. Oh, das ist die Respawn, ne? Geht mir voll auf den Sack. Welche? Ja, diese Kackdämonen hier, ey. Die ist eigentlich diese Qualle respawned? Qualle? Das eine Vieh war so in einer Folge, die heute gekommen ist, am 14. Die Qualle. Oder Kraken. Achso, dieses riesige Tentakel-Ding da. Mhm. Nö. Ich hab nicht mal gesehen, was es war. Ich hab's einfach umgebracht. Hey, die haben gesagt, ich hab voll abgeschmotzt, hab ich's umgebracht. Mit Fallen. Das ist eigentlich so die langweiligste Methode. Ich hätte gelacht, hättest du auf einmal keine Pfeile mehr gehabt. Ja, da hab ich das noch einen Pfeil gebraucht. Dann wäre ich halt hingegangen und hätte einen Feuerball hingeworfen. Was los? Und hättest auch keine Pyromantie mehr gehabt. Dann wäre ich zum Bonfire gelaufen. Dann hätte das Ding aber auch wieder voll live gehabt. Ja, ist mir doch egal. Ist mir egal. Hör mal. Wie die immer mit diesem scheiß Schildschlag anfangen müssen, ey. Okay, die haben scheinen. Oh, drei Bürger darf ich. Die scheinen eine gute Resistenz zu Blitz zu haben. Nee, ich mach auf einmal weniger Schaden. Na gut, mein Schaden allgemein von dem Schwert hat sich ein bisschen reduziert dadurch. Muss ich erst wieder auf plus 5 oder 4 bringen, was ist das? Was ist da los? Was ist da los, Leute? Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich keine Lust gegen euch zu kämpfen. Oh, das war ein bisschen falsch an. Also wirklich nur so ein bisschen. Sofern du nicht auf einmal aufgespießt wirst von irgendwas? Ja, die sind ja hinter mir her und wollen mich aufspießen. Warum kriege ich dieses riesige Tor nicht auf? Achso, da ist ein Hebel. Weil so ein riesiges steinernes Tor, warum kann ich das nicht einfach öffnen? Richtig unrealistisch. Was macht der da? Die können auch noch Magie. Sag mal, Au-pair geht's nicht, oder? Riesige helle Bade, ein riesiges Schild und dann auch noch Magie. Und noch ein bisschen Magie. Sofern es kein Buggy-Car ist. Ja, schlag mit dem Schild zu. Danke, GG. Aua, warum hat der Schlag eben von mir nicht getroffen? What the fuck? Das ist Bug Souls. Jetzt heilt sich der Homo. Ey, was? Okay, oh, OP, noch ein Nerf. Knecht. Better Nerf, der OP. Wie kann er es wagen, sich einfach direkt vor mich zu stellen und zu heilen, weißt du? Auch noch so mit dem Schild nach unten, dass ich nicht durchkomme. How dare you? Jetzt hör doch mal bitte auf mit deinem scheiß Wuchtzauber, ja? Das geht mir dann auf den Piss. Ey, hier bleiben. Ja, hier. Ne? Also Distanz kannst du schon mal ganz vergessen. So, jetzt bist du erstmal tot. Puff. Oh, der gibt sogar 3000 Seelen. Also wird wohl nicht respawnen. Doch. Doch? Ich weiß, dass sie respawnen. Sesam, nice. Sesam, öffne dich. Jetzt kann ich quasi direkt durchrennen. Ich muss nochmal. Vielleicht der 3000 Seelen gibt und respawnt. Ich muss nochmal. Ich muss noch mal eben zum Bonfire. Erstmal Seelen farmen. Nee. Erstmal Estus Flask wieder auffüllen. Warum laufe ich dafür? Seelen farmen. Nein. Ich bin meiner Meinung nach ziemlich gut gewappnet momentan. Ja, aber dann beenden wir hier erstmal die Folge. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Vielleicht nehmen wir jetzt gleich noch einen Part auf. Wer weiß, was meine Festplatte sagt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Tschüss.